Ja, meine Freunde, heute wieder herzlich willkommen auf dem Radioactive Server. Heute geht es um das Thema Thorny Dragon. Es kam oft die Frage auf, wie tame ich den? Kann man den überhaupt tamen? Wie bekomme ich diese Milch, die er dann haben möchte, um imprinted zu werden? Ich habe die noch nie gesehen. Wo kriegt man die überhaupt? Und ja, darum geht es heute. Fangen wir einmal an. Also, ihr findet diese Thorny Dragons in B2 hier auf den Powerstone-Inseln, auf den Wüsteninseln und natürlich auf dem Gegenstück in D6, auch hier auf der Wüsteninsel. Da aufpassen ist halt PvP, wisst ihr ja. Gut, erstmal um so einen Thorny Dragon: da ist einer, da vorne ist irgendwo ein Weibchen, ich habe mir die schon in die Nähe gezogen. Benötigt ihr so eine kleine Falle? Ich empfehle die dringlichst aus Steinstrukturen zu bauen und so reicht das, wenn die so aussieht. Einfach ein Viereck bauen, dieses Thorny Dragon Nest in die Mitte, paar Rampen, dass sie drüber laufen können und halt nicht wieder rauskommen. Dieses Nest hier, ihr seht, stellt ihr im Inventar her. Hier seht ihr es, das Thorny Dragon Nest. Und ja, viel mehr benötigt ihr eigentlich nicht, um einen eigenen Thorny Dragon zu bekommen. Und ich werde jetzt mal anfangen, die Viecher da gleich reinzuholen. Ist ganz einfach, ihr kitet die einfach rein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder, meine Freunde. Ich habe jetzt hier schon mal das Weibchen in die Falle gelockt. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an, und zwar dieses Weibchen zu betäuben. Dafür benötigt ihr, wir gucken mal hier im Inventar, diese Betäubungspfeile, die könnt ihr im Mörser herstellen und natürlich Pfeil und Bogen. Und dann seht ihr, geht die Betäubung hoch. Ist sehr wichtig, kommen wir gleich zu, warum. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich es betäubt habe. Ja, meine Freunde, da befinden wir uns wieder zurück. Das Weibchen ist jetzt gleich betäubt. Ihr seht schon, das Männchen hat sich auch schon dazu gesellt und ist sehr motiviert. Warten wir jetzt noch kurz, wenn ich es jetzt natürlich noch treffen würde. So, jetzt haben wir es betäubt. Geht hier kurz rein und ihr seht schon, ihr haltet E gedrückt, um an die Milch zu kommen. Ähnlich wie bei den Lumini Substance Whales. Und bekommt so diese Milch, die ihr benötigt, um ja, den Imprint quasi bei dem Tier zu machen. Ja, das ist quasi der Weg, wie es funktioniert. Und ihr seht, wenn ihr das jetzt nochmal macht, seht ihr, dass ihr den erst in einer Stunde wieder melken könnt. Geht natürlich auch nur bei den Weibchen. Heißt, ihr solltet gucken, dass ihr einen Kühlschrank oder dergleichen auf dem Schiff habt, womit ihr dann halt die Milch aufbewahren könnt, bis ihr es benötigt. Ja, das dauert jetzt hier ein bisschen, bis der aus seiner Bewusstlosigkeit wiederkommt. Deswegen gucken wir mal. Ich empfehle euch auf jeden Fall 150 von diesen Betäubungspfeilen für das Weibchen. Und wenn es ein grauer Bogen ist, ihr seht, benötigt ihr hier mindestens anderthalb Bögen, je nach Level. Und das ist quasi der Weg. So, jetzt seht ihr auch hier oben diese Lupe mit dem grünen Ei. Und normalerweise ist dann nur ein grünes Ei und dann seht ihr da auch schon, dass das Weibchen quasi ein Ei legen kann. Das seht ihr nur, wenn, also das seht ihr daran, dass es grün ist. Wenn es das nicht legen kann, ist es rot. Jetzt seht ihr, es ist rot geworden. Dafür benötigt ihr das Männchen und jetzt habt ihr hier das Ei drinnen liegen. Und jetzt ist eure Aufgabe, ihr könnt das Ei nicht mitnehmen. Jetzt ist eure Aufgabe halt, ihr müsst das Ei hier ausbrüten. Es hat keine Temperaturprobleme, ihr müsst es an sich nur bewachen. Und das Weibchen und das Männchen sind jetzt komplett nutzlos. Ja, ihr seht, es ist nicht unbedingt relevant, ob das Männchen Aggro hat oder nicht. Es ist nur wichtig, dass das Weibchen keine Aggro hat. Und viel mehr ist das eigentlich nicht. Ihr brütet das jetzt aus. Und dann bekommt ihr so einen Baby Thorny Dragon und den könnt ihr dann euer eigen nennen, weil die wild rumlaufenden sind nicht tamebar. Also ihr könnt die nicht für euch tamen. Ihr müsst euch halt ein Männchen auf der Insel suchen, ein Weibchen, die zusammen zu dem Käfig ziehen und ja, die legen dann in so einem Nest ein Ei. Wie ihr die Milch bekommt, habt ihr auch gesehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier einmal die Thorny Dragons für uns entsorgt und ja, dann kommen wir noch auf die Frage, wofür ist dieses Tier überhaupt da? Also dieses Tier, ihr habt es gesehen, hat einen leichten Fernkampfangriff, der betäuben kann. Ja, ist halt ganz praktisch, wenn man, vielleicht als Verteidigung kann man die ganz gut einsetzen oder wenn man etwas von einem Berg runterkiten will und keine Lust hat, da hochzuklettern. Macht sich das auch gut. Und sonst fungieren diese Tiere als laufende Werkbank. Das heißt, ihr könnt die mitnehmen, gerade für C3 zum Beispiel, sehr praktisch, um Ressourcen direkt zu verkraften in irgendwas. Und ihr seht, wenn ihr die Tiere abbaut, hier bekommt ihr auch nicht sonderlich geile Ressourcen, halt Leder, Knochen, Mark, Knochen, Fleisch. Ist also so nichts Besonderes. Und sonst ist das Tier halt, finde ich, optisch sehr ansprechend und ja, als Werkbank halt super geeignet. Auch wenn ihr irgendwo, keine Ahnung, was bauen wollt, ihr wollt ein Rare tamen und ach, ihr habt keine Lust, jedes Mal zum Schiff zu rennen, nehmt den mit. Der eignet sich hervorragend zu sowas. Gut, dann sehen wir uns. Ja, ich werde dann gleich noch, ja, ich werde gleich noch mal einen Schnitt machen und euch da ein Baby, ja, wie das als Baby aussieht, zeigen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da sind wir dann auch noch mal. Ich dachte, ich zeige euch noch mal, wie es aussieht, wenn ein Baby kommt. So sehen die kleinen Dinger aus. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.